Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Traugen. Ja, jetzt ist das Kartenhaus von Edward zusammengebrochen. Er hat endgültig Lissy gegen sich aufgebracht. Und wie es ausschaut, ist Lissy nur eine Einbildung von ihm. Und ein Engel hat uns auch ganz doll lieb, anscheinend. Na, dann schauen wir mal. Ja, er ist auch besessen von ihr, das merkt man. Listen. Lissy. Please. You can't keep vanishing on me. Try me. Why are you so angry? You do not know anger, Edward. Ever meet my father? Alice does not want to speak with you. Then what about you? Are you going to help me? God helps those who help themselves. I don't need God's help. I need Lissy. Do you though? Did you ever? What? Of course, I... Wo ist sie jetzt? Ich glaube, sie ist jetzt da. Ist sie oben? Lissy? Lissy. Oder ist sie oben? Ist sie vielleicht im Raum von Ruth? Nö, hier ist sie nicht. Lissy, get back here. Alice? Please. Wo könnte sie jetzt hingegangen sein? Ja, das kommt jetzt alles zurück. All der Hass und die Wut und ganz ehrlich, er hat's verdient. Ich habe kein Mitleid mit Edward. Ich habe kein Mitleid mit ihm. Also sie muss irgendwo draußen sein. Ich habe jetzt die ganze Wohnung abgesucht. Mal ganz ehrlich, auch wenn man einen geliebten Menschen vermisst und ihn sucht, sollte man sein Umfeld nicht vergessen, seine Freunde, seine Bekannten, seine Familie. Also hier ist sie auch nicht. Da muss sie irgendwo draußen sein. Schau mal einfach mal. Also er will das nicht verlassen, oder wie? Nö. Er dreht sich immer wieder um. Also wir können das nicht verlassen. Don't go. Hear me out. Alice, I depend on you both. You can never depend on other people, Edward. I'm not sure you count as other people. Everyone leaves one way or another. You don't. You can't. Is that a challenge? Stop playing games. Are you ordering me, teddy bear? I'm asking you. Didn't your father always tell you to stand up for yourself? To be a real man and not a sissy? Maybe that's why he put the gun to his head and pulled the trigger. Kaboom! He was so disappointed about what his only son had turned into.
You're a monster. It takes one to know one. Old fruit. Alte Frucht. Don't vanish on me. Ist sie jetzt oben? Ich weiß es ja nicht. I gave you this jacket. Betty. Ah, der ist so besessen von ihr, hey. You were here. Der ist so verdammt besessen von ihr, das ist schon echt gruselig. I'm trying to talk to you. Alice, be reasonable. Lissy, I'm tired of chasing you. Lissy, look. Her jacket. I'm sure it wasn't here yesterday, Jesus which means Christ, Betty was Teddy. Here. Perhaps when we were out yesterday. Betty, Betty. Do you love Betty more than you love us? But don't you see? What has Betty done that we haven't? What can she do that we cannot? We've always been there for you. Why do you keep looking for her? She's real. You're not. So? What? You decide what is real. We are real to you. We'll never be the same. She does not want you. Who are you talking about? Why do you think Betty left? She was sick and tired of us. She wanted to escape. Like mother. Drowning herself because she couldn't stand being around us. Like father. Bang! Right in the coconut. Stop. You drive them all away, Edward. All into death. Not us. We're always here for you. I beg you. You are never alone. Stop! Leave me alone, both of you! You want to be alone? You really want to be alone? Fine. Wow. Lissy. Ja, du brauchst nicht mehr nach ihr zu rufen. Du hast jetzt gesagt, sie sollen endgültig verschwinden. Und ich glaube, sie sind endgültig verschwunden. Ich werde jetzt nicht mehr nach ihr rufen. Der hat es nicht anders verdient. Entschuldigung, ich bin da echt knallhart. Legen können wir uns nicht, oder? Nee. Ich werde definitiv jetzt nicht mehr nach ihr rufen. Okay, der Bildschirm wird schwarz. Ich bin nicht allein, Errungenschaft. Tag 5. Mit seiner Is that you? Es schneit. Are you upstairs? Okay, da müsste ich jetzt wirklich mal schauen. Ob das wirklich Betty ist?
you in there? Open the door. I'm coming in. Stand away from the door. Betty? No. Das ist nicht Betty, glaube ich. Das ist aber die Frau von... Anna Flatlet. Sie ist hier gestorben. Okay. Lesen. It's from Johann. Addressed to his wife. Did you notice the handwriting, Betty? It was clearly distraught. Knock, air, knock. Enough is enough. After decades of strife, I pray that God will tell you. Forgive me. I am tired of secrets. For 20 years, I've kept my silence about our discovery. My silence has only led to misfortune, and my cowardice has only led to death. I will make Frederick pay for what he has done to us, for what they have done to our Ruth. When it is over, I will let the ocean take me to you and Ruth. May God forgive me. And I was already dead when he wrote this. He had no one else to confess to. What now, Betty? Johann went to confront his brother, probably at Frederick's farm. And then? Okay. Ist hier noch irgendwas zum Untersuchen? You said this was a gift from another unlucky suitor. Was precious to you. You wouldn't have left it here unless a signpost, a breadcrumb. Ja, das fängt an hier. You followed Johann to Frederick Fretland's farm and then to the mine. You wouldn't let this go, Betty. You'd follow your story to the end. All the way to the end. So, gehen wir erstmal zum Hof, würde ich mal sagen. Okay, wir haben hier Anna Flatlet. Sie ist friedlich im Bett eingeschlafen, hoffe ich. Dann schauen wir mal. Dann gehen wir mal. Frederick's farm. The gate. Frederick's warning. The path leads to his farm. War schön, wie alles gerade schneit und die Farben passen voll gut dazu. Komm, wir rennen ein bisschen. Ich hoffe, wir haben unendlich Ausdauer. Was ist mit den Werden wir ja gleich wissen. Aber irgendwas hat es mit den Raben auf sich. All these fragments. You piece them together.
together into a story, wouldn't you, Betty? So, what do we know? Johann and Frederick are partners, and on good terms. Something happens in the mine. Disagreements lead to a falling out. And at the end of it all, 20 years later, Johann walks this path to confront Frederick. Was this your doing, Johann? Did you burn your brother's farm to the ground? And where were you, Betty? Did you witness their fall? Kann durchaus sein, ja. Da habe ich keine Option. Gehen wir mal zu der Ruine hin. Vielleicht finden wir ja irgendeine Spur. Da ist ein Tresor. Ja, da bringt nichts mehr. Ich glaube, mehr wird hier auch nicht sein. Und ich habe schon wieder FPS-Einbrüche. Was ist denn das, bitte? Gehen wir da weiter entlang. Ah, ruckel, ruckel. Also ich glaube, hier finde ich nichts mehr großartig, Freunde. Das sind Gräber. Simon Fredland. September 17th, 1923. The safe. Frederick would choose numbers that meant something to him. Why bury Simon here and not at the cemetery? If the village blamed him for Ruth's death, I could really use your imagination, Betty. You'd figure this out in no time. Okay, und hier haben wir noch ein Grab. Das habe ich wahrscheinlich einfach so jetzt gemerkt. So, meine Freunde, ich sehe aber, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich gehe jetzt nochmal Richtung Safe. Es ist echt jetzt spannend gerade. Also wir haben unser Fantasiewesen Lizzie und den Engel hinter uns gelassen. Auch wenn ich ihn dafür verdammen würde, den Edward. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich denke mal, ihr auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von
Let's Play Traugen. Und auch übrigens, falls das jetzt nicht mehr so lange dauern sollte, hänge ich die andere Folge, die ich dann aufnehme, noch in dieser Folge ran. Nicht wundern. Bis dahin, gehabt euch wohl, schöne Zeit da draußen.